Ey ho, meine Lieben, hier drin hat sich die letzten Tage ein Burger manifestiert. Und ja, ein Bacon Burger. Und den mache ich mit dem geilen Bacon, den ich vom Moritz gekriegt habe. Ja, was soll ich viel reden? Dann gehen wir rüber, ich bereite jetzt alles vor und dann sehen wir uns da drüben zur Zutatenübersicht. Attacke! Hier haben wir schon die ziemlich komplette Übersicht. Zwei Sachen fallen mir jetzt schon wieder ein. Hackfleisch, 400 Gramm gemischt, Rindschwein. Ja, dann haben wir hier die drei Pergamentrollen. Nee, Quatsch, da steht nicht das geheime Rezept drauf. Ist Backpapier, da machen wir die Patties nachher drauf. SPP, Salz, Pfeffer, Paprika, ein Mayo, ein Senf, Heinz Ketchup. Hier wieder den Butchers Burger Cheese, dann Brioche Buns, dann natürlich den geilen Bacon. Hier habe ich eine Scheibe Toastbrot in Milch eingeweicht. Können wir auch gleich hier mit reindonnern. Jetzt Hackfleisch, weil da geht es ja eh schon los. Dann ein Ei, hauen wir auch gleich mit rein. Ohne eine Schale mit einem Ei zu wuchten, hoffe ich doch. Jawohl. Weg damit. Ja, und Zwiebel, Knoblauch und den Rest hole ich noch schnell, was ich vergessen habe. Ganz einfach ein bisschen so Paniermehl, damit der Teig oder die Masse nachher nicht zu flüssig wird. Und ein bisschen Butterschmalz braucht man nachher draußen auch. Ja, und ich schneide jetzt hier die Zwiebel und den Knoblauch, hat den schön klein und fein, kommt dann da rein. Und wenn ich das habe, mache ich so und danach geht es dann auch gleich weiter. Dann können wir unser Massaker hier auch schon mit in die Schüssel einfüllen. So. Und dann geht es auch schon mit den geilen Bacon weiter. Schneiden wir uns jetzt erstmal einen Streifen runter. Und dann tun wir den ziemlich genauso massakrieren, wie gerade eben die Zwiebeln und den Knoblauch. Ist ein bisschen Arbeit, aber so klein gehackt. Klein gehackter Bacon im Hackfleisch ist einfach eine Wucht. Oh, Bacon, ist noch Bacon. Bitte? Oh, Bacon, ist noch Bacon. Ja, rein damit. So, dann schneiden wir uns jetzt noch, es werden drei Burger, drei schöne Scheiben runter. Ich hoffe, dass ich die wirklich schön sauber gleichmäßig kriege. Unten dann noch die Schwarte entfernen und gleich geht es dann weiter, ja, mit der Schüssel. Ja Leute, was soll ich sagen, ich mache halt meine Patties sehr gerne schon fast wie Fleischpflanze. Da kommt jetzt noch ein bisschen Salz rein, Pfeffer und Paprika. Außerdem ein Sputz Senf. Blopp. Jo, jetzt guckt's, gell? Kommt da irgendwas noch raus oder hat man den Ketchup daheim komplett weggefressen? Ich glaube, das war's. Moment. Der kluge Mann baut vor oder sorgt vor, wenn er weiß, dass ein Heumann kommt. Dann besorgt er auf alle Fälle vorher noch Ketchup. So, das reicht. Und dann können wir das Ganze jetzt ordentlich durchkneten. Und zwar in der Küchenmaschine. Da habe ich dann die Hände nicht so sapprig.
so kneten lassen. Und natürlich dann noch etwas Paniermehl hinzufügen. Können wir gleich noch ein bisschen was dazugeben. Und so machen wir uns jetzt. Machen wir jetzt unseren Teig. Genau. So, Freunde, aus dem unergründlichen, weiten Tiefen des Kühlschranks hat sich noch ein Salat hervorgetan. Und Schale soweit vorbereitet. Da kommen dann noch die Patties drauf. Stelle ich mal hier gerade auf die Seite, weil das liegt auch noch da, der Deckel, oder den habe ich raus. Werdet ihr gleich sehen, warum. Unsere Pergamentrollen, hätte ich jetzt fast wieder gesagt. Unser Backpapier liegt noch bereit. Das kommt nachher auch mit raus. Ja, Leute. Und dann schalte ich die Maschine aus und tue das Hackfleisch, unsere Hackmasse, hier drauf. Den Deckel habe ich wieder weg. Brauchen wir doch nicht. Mache ich anders. So. Weg damit. Dann können wir unsere Hackmasse da rausholen. Und dann Fleischteig. Eigentlich schon mit allen drin, was eine gescheite Mahlzeit ausmacht. So. Schauen wir jetzt, dass wir drei gleichmäßige Knödel machen. Beziehungsweise einen kleineren für die, wo etwas weniger essen. Das weiß ich ganz genau, wer das sein wird. Und ich sag's euch, die Dinger haben jetzt schon, ja komm, noch ein bisschen darüber, ein sehr leckeres Aroma. So. Numero uno. Ja, und genauso mache ich jetzt die anderen zwei auch. Somit haben wir alles an Zutaten fertig. Mehr brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Patties, Bun, Bacon, Käse, Salat, Ketchup, Senf, Mayo und ein bisschen Butterschmalz, beziehungsweise nachher wahrscheinlich sogar etwas mehr Butterschmalz. Wieso, weshalb, warum, zeige ich euch draußen. Ja, da geht es jetzt gleich weiter. Alles heraus, inklusive Arbeitsgerätschaften, OP-Besteck. Und ich hau mir jetzt erstmal meinen Kaffee ins Gesicht. Ah, jo, der Grill feuert auch schon an. So, Freunde, ob das jetzt mit der Kohle ein bisschen Overkill war, weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Ich habe auf alle Fälle so mal die ganzen Reste zusammengepackt. Dann hauen wir hier unsere Schale drauf mit dem Butterschmalz. Das kommt da angeflogen. Ein Stückchen Asche. Ja. Schmelzen lassen und dann hauen wir erst einmal unseren Bacon rein und lassen den leicht anbrutzeln. Das Thermometer steigt natürlich jetzt noch gleich, weil bis jetzt war der Deckel nur offen. So, Rudele. Dann hauen wir gleich mal unseren Bacon rein. Den tun wir jetzt erstmal etwas anschmorgeln, schmurgeln, schmotzeln. Naja, irgendwie steht der Grill auch leicht schief, ansonsten wäre der Butterschmalz schön verteilt. Schade drum. Irgendwas drunter legen. Aber was? So, ein bisschen Höhenausgleich betreiben hier. Ha! Was ich vergessen habe, sind die Knorpel rausschnibbeln. Gut, die kann man nachher noch rausholen. Aua. Heiß! Ja, verrecke! Also heute habe ich echt eine gute Hitze. Mal schauen, ob wir überhaupt den Deckel nochmal schließen müssen. Oh, sieht der Bacon nicht geil aus.
Der ist jetzt gleich so weit, dass wir ihn wieder rausnehmen können. Und dann kommen schon die Patties rein. Dazu hole ich mir aber eine andere Zange. Jetzt haben wir nämlich auch noch ein bisschen mehr Fett hier drin. Optimal für die Patties. Raus damit hier. Wie mache ich das jetzt? So. Oh Mann, hey, heute stelle ich mich auch. Na. Heiß! Holmen, hast du gesehen, wie schnell es gehen kann? Hi, hi. Ich habe immer Ideen, Leute, der friert mir selber schon. Aber vom Prinzip her ist das Ding die richtige Größe für drei Burger. Wie gesagt, vom Prinzip her. Müsste bloß stärker sein und vielleicht aus Guss oder sonstiges. Muss ich mal gucken, ob ich damit irgendwo noch was finde. So. Wie sehen die schon aus? Schön. Schön. Na, nur nicht ankuckeln lassen. Uah. Also die Burger sind definitiv nicht mit der Hand zu essen, weil da sind die Buns viel zu weich. Oh, heiß, scheiße, Mann, Kreuzkruze, 5 Euro. Oh, fuck. Oh. Runter mit der Matz hier.
So, drin aus, ausgehen lassen und drüber. So Leute, bauen wir zusammen. Gut, das Patty hat ein paar Rösterungen mehr, ist meins, esse ich. Punkt. So, bisschen Ketchup, Senf unten hin. Total, jetzt habe ich wieder nichts zu verschmieren da. Der kleine war für die Patricia. Und das hier ist meiner. Halt. Nochmal runter. Mei, heute geht's zu. Jetzt hätte ich fast schon den Salat vergessen. Gut, dass ich den Käse vorher schon drauf habe. Ich brauche viel Salat. Ich habe gerne Salat. So, aber jetzt. Oh Mann. Obwohl, kann man doch mit der Hand essen. Jawohl. Tada, fertig sind meine Bacon Burger. Geil. So, und den lasse ich mal jetzt schmecken. Bacon Burger. So. Essen und dann Fazit. Ja, dann würde ich mal sagen, dann kommen wir noch zum Fazit. Für mich persönlich ein richtig geiler Bacon Burger. Thema Bacon vollkommen rausgeschmeckt. Richtig, richtig geil. Klein bisschen hätte ich vielleicht anders machen sollen, und zwar die Patties, die Fleischpflanzel-Patties, muss ich ja schon fast sagen, einfach etwas länger drauf lassen. Die waren doch noch etwas weich. Ja, das ist aber auch das Einzige. Ansonsten richtig, richtig geil. Patricia! Ich fand's gut, so wie es war. Nichts auszusetzen. Wow, die hat nichts auszusetzen. Bist du schwanger? Ja. Okay. Schatzi, du, was sagst du dazu? Waren sie lecker. Waren sie lecker. Ah, ja, okay Leute. Definitiv Nachmachempfehlung. Ob ihr jetzt die Patty genau so macht, mit Ei und Brot und hau mich tot, bleibt natürlich euch überlassen. Aber was ihr unbedingt machen müsst, am Bacon klein häckseln und mit Ei und ja... Und so eine dicke Scheibe Bacon noch dann quer oben drüber. Richtig, richtig lecker. Gut, das war's dann mit diesem Video. Und an dieser Stelle, wenn ihr es heute vielleicht noch sieht, wenn ich es heute noch rausbringe, Happy Birthday, Heumann. Ansonsten sieht das morgen oder übermorgen. Aber es ist offiziell auf YouTube ausgesprochen worden. Leute, wir sehen uns. Abo dalassen, Däumchen nach oben und Tschaikowski.